Hallo Leute, willkommen bei der Nischbärenhorde. Dies ist Teil 40. Der Bärenkönig wurde geboren und jetzt können die jungen Abenteurer auf eine große Reise gehen. Ja, denn die Geburt des Bärenkönigs ist ein ganz wunderbares Omen für diese große Reise. Und ich habe einen Plan. Ich habe also junge, starke Bärennischlinge rausgesucht, die geeignet sind für die Reise. Und die wollen wir jetzt alle mal hier zu dem Reisepunkt sammeln. Ich nehme jetzt erstmal noch eine harmlose Insel, damit die sich dort sammeln können und noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit in ihre Gene züchten können und so. Und dann gehen wir zu den richtig gefährlichen Inseln. Also jetzt gehen wir erstmal zu einer Art Trainingslager oder so. Okay. Gut, und was ich mir dachte ist, es wird ja ein paar Tage dauern, bis die alle hier auf diese Insel gekommen sind. Sobald unser kleiner Bärenkönig dazu in der Lage ist, wird er sich hier hinsetzen und dann alle grüßen, die an ihm vorbeiziehen auf dem Weg zu der Insel. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt mache ich mal einfach alle durch und gucke immer, ob die auf die Reise gehen. Er zum Beispiel nicht. Er ist aber immerhin der... Er ist, glaube ich, der Vater vom Bärenkönig oder sowas. Nee, das ist er. Und warum gehst du nicht? Naja, ist inzwischen zu alt geworden. Es sind ja nur 10 Plätze frei. Also ich werde jetzt nicht bei jedem Einzelnen begründen, warum nicht. Weil sonst kommen wir nie zu Potte. Braunberry ist die erste. Ja, du kannst dich hier schon mal niederlassen. Nukirkir wird auch auf die Reise gehen. Ist aber noch zu klein. Und ist, also im nächsten Zug muss Nukirkir dann ran. So, Kirwanro, du machst mal Platz für die, für alle, die die durchziehen. Ich denke mal, du gehst mal so hier in diesen Bereich. Ja, und wir können dann vielleicht auch die Bärenbüsche mal gründlich abernten, bevor es ernsthaft auf die Reise geht. So, Kuduku. Ja, du bist jung und... Oh, Kuduku. Und ich habe hier Kuduknu. Da muss ich jetzt mal checken. Die heißen oft so ähnlich. Na, aber eigentlich ist Kuduku schon geeignet. Warum habe ich den hier nicht auf der Liste? Vielleicht habe ich das einfach nur falsch geschrieben. Oder ich habe ihn irgendwie... Ja, das kann sein, dass ich den verpeilt habe, weil ich schon Kuduknu auf der Liste habe. Ich würde sagen, du gehst auf jeden Fall mal ins Zielgebiet. So. Und wir setzen dich dann vielleicht mal hier hin oder so, ja, in Warteposition. So. Du kannst hier weiterhin nochmal angeln. Und Steffi bleibt auch daheim, weil sie schon zu alt ist. Also sie ist nicht jetzt nicht zu alt, aber sie wird dann zu alt sein, wenn es losgeht. So. Und außerdem brauchen wir ja auch noch ein paar relativ junge, die hier auf der Insel zurückbleiben, um hier nach dem Rechten zu sehen. Okay, Rotbranke, als Mutter des Bärenkönigs bleibst du hier einfach mal sitzen und machst hier mal das Nest kaputt, damit wir Nistmaterial kriegen. So, Merara. Merara hat es nicht auf die Liste geschafft. Warum? Oh, wegen der Entenfüße. Ja, also wegen der Bärenfüße. Die ist ja fast ein Bärenkönig geworden. DH. Auch DH. Nennen wir Merara mal Bärenprinzessin. Obwohl sie nicht so aussieht. Bärenprinzessin.
Aber dann weiß ich das immer, wenn wir bei ihr vorbeikommen. Gut. Wie sieht's aus, Bankier? Ja, du hast deinen Hauptjob gemacht, du hast Kinder gekriegt und gehst jetzt mal hierhin. Gibt's hier irgendwas zu jagen für dich? Vielleicht lasse ich den noch mal hier so in die Gegend gehen. Du bist es, Vankir? Ja, das ist Vankir. Ja, naja, hat er nicht viel gewonnen bei dem Zug, okay. Und Sissi, Sissi kommt mit, ja. Sieht zwar nicht so aus, aber hat die nötigen Eigenschaften für die Reise. Und wir brauchen ja auch ein paar, die harmlos aussehen, sozusagen zur Tarnung. Du könntest mal hier in die Region von diesem Maulwurf gehen und zwischendrin mal ein Kaninchen jagen. Genau. Und Leopardi, du sammelst einfach tapfer weiter Beeren ab. So. Und Kater, du auch. Okay. Ja, ich mach mal hier den Bogen so rum. Ah, und hier der lustige Ducknu kommt mit. Ist einer der Ältesten, die mitkommen. So. Dabei ist er ja auch noch recht jung. Aber, naja, die altern halt relativ schnell irgendwie. Und wir haben auch recht viele Babys gekriegt. Herkules kommt natürlich auch mit. Jawohl, selbstverständlich. Das wird eine Weile dauern, bis die sich alle da gesammelt haben, weil ja viele von denen ziemlich langsam sind. Das Schnelle müssen wir den erst reinzüchten. Und Schwarzmaus kommt auch mit. Schwarzmaus ist schneller. Und darum ist jemand wie Schwarzmaus auch wichtig. Okay, die hat zwar. Wieso ist denn die schneller? Vielleicht wegen mittlerem Körper, ja. Die hat inaktive Beriena-Hinterläufe. Das müssen wir ihr gleich austreiben. Da würde ich sagen, wir lassen sie. Tja, normale Beine und vielleicht Beriena-Schnauze weiter vererben. Normale Beine und Beriena-Schnauze. Schnelles Bein wäre natürlich auch sinnvoll, aber ich denke mal, die beiden sind wichtiger. So, Schwarzmaus ist schon auf dem Weg. Takir ist krank und bleibt daheim. Du machst mal das Nest kaputt. Und wartest, dass sich da mal was zum Angeln ergibt. Tja. Und Mini Pranke bleibt natürlich auch daheim. Die hat ja viel erlebt, die Mini-Pranke. Vielleicht lassen wir die mal hier hinten an den Maulwurf anpirschen. So, mit einem gewissen Abstand. Hirschberi, du kommst natürlich mit. Ja. So. Haben wir hier womöglich noch jemand Krankes im Weg? Ja. Sickly. Okay, dann müssen wir um Sickly einen Bogen machen und ich schicke Sickly dann bei nächster Gelegenheit mal woanders hin. Aber Hirschberi ist da schon vorbei. Gut, mit dem an Bärenkönig vorbeiziehen meine ich jetzt nicht. Alle müssen hier direkt hin und eine Verbeugung machen. Ist ja auch noch Kleinhirschberi. Also nur die Letzten werden dann direkt an dem, wenn der hier sitzt, vorbeikommen. So, Lux. Ja, du bist jetzt immer noch krank. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach noch keinen Zug gemacht haben. Und dann könntest du hier auch gleich mal auf deine Krankeninsel gehen. Na, da gibt's sogar einen Bärenbusch. Das ist doch praktisch. So, hier, na, du könntest zu diesem Bärenbusch gehen.
Und absammeln. Das ist doch gut. Und hier hinten unsere Herrschaften können auch mal ein paar Beeren sammeln und noch ein bisschen Gräser abzwacken. Oh, du kannst auch dahin, okay. Und hier muss natürlich unser kleiner Bärhyänenabkömmling sich auch auf den Weg machen. Mal gucken, wie geht's denn am schnellsten? Wie sieht es aus mit der Geschwindigkeit? Ah, 3. Ja, weil wir hier dieses Gewässer haben, aber besser ist, glaube ich, hier rum. Dann gehst du mal hier hin und dahin. Ja, und wir sollten dann hier jemand schicken, der diesen Engpass abdeckt. Grizzly, das übernimmst du mal, damit es hier hell ist und die, die hier rum wollen, schnell rüberkommen. Okay. Mäuserich, du bleibst hier. Ja, und gehst einfach mal hier zum Gras sammeln. Und Silame, du machst das auch so. Du kannst hier sogar noch ein paar Beeren sammeln. Immerhin geht dein Sohnemann mit. Ist doch ein Sohn, oder? Ja, ist ein Sohn, Kuta. Sehr gut. Und Alina, du sammelst noch Beeren. Selbst die kleine Alina ist schon zu alt für die große Reise. Aber das ist halt eine Reise für die jungen Abenteurer. Und die Älteren und die Normalalten, die bleiben alle zu Hause und lassen sich's wohl ergehen. So. Ihr zwei kommt aber mit. Riri. So. Ja, und beim nächsten Zug gehst du dann hier übers Wasser. Und für dich gilt das Gleiche. So, Kuduknu, das ist Kuduknu, genau. Und dann haben wir Kuku. Hier. Kuduku. Den ich nicht auf dem Plan habe, weil der so ähnlich klingt. GH. Das heißt, ich habe einen zu viel. Immer dasselbe. Aber vielleicht schafft es ja einer von denen nicht rechtzeitig. Jetzt gucken wir mal. Kuduku. Ja, ist eigentlich recht gut geeignet, auch wenn er nicht so aussieht. Ist relativ stark. Nicht sehr schnell. Könnte besser sein, sozusagen. Ah ja, großer Körper. Darum relativ stark. Die Ohren spielen jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Ja, G und H. Und was hat Kuta? B und H. Kuta sollte mit. B ist eher selten bei uns. Also nicht so ganz selten, aber tja, Kuduku. Wir schauen mal, ob wir einen Platz für dich finden oder nicht. Weil ich hätte, glaube ich, lieber Kuta dabei. Das ist so der Hinterste. Ja, ich glaube, ich kann einen neuen Tag machen. Und diesmal kriegen wir leider kein Baby. Das ist immer schade. Und du gehst hier mal so, dass die Reisenden an dir nicht vorbei müssen. Und das Gleiche ist mit ihm. Darum müssen wir hier den Herrn Papa erstmal aus dem Weg schaffen. Und dann kann Zickli sich aus dem Weg wagen. Und Bärenkönig, du gehst jetzt auch mal aus dem Weg und die Mama, die bleibt noch mal bei dir. Und hier Bärenprinzessin, wie ist es? Die bleibt hier? Ja, die bleibt hier. Wegen der Bärhyänen-Hinterläufe. Das ist natürlich bitter. Oder habe ich den...
Nee, die steht nicht auf der Liste, weil die so langsam ist. Ja, die kommt nur mit 1 vorwärts. Tja, dann gehst du mal einen Schritt zurück, damit hier die Bahn frei ist. Das tut mir echt leid. Du hast so ein schönes Geweih. So. Sissi kommt mit. Jawohl. Du kannst dann mal hier hingehen. Und ja, du kannst da ins. Ne? Du kannst zumindest versuchen zu gründeln, während du hier sitzt. So, wen haben wir noch? Kuduku. Ah ja, du musst hier auf den Standby-Platz gehen. Tut mir echt leid. Da hätte ich gerne mehr Plätze gehabt. Hirschberi kommt natürlich mit. So. So. Ja. Und die Fische sind zu weit weg. Welch ein Jammer. Und du? Mal gucken. Beeren zur Not. Beeren sammeln. Aber hier Hasenjagen ist noch effektiver. Und ihr habt immer noch keine Fische gefunden. Es ist doch ein Trauerspiel. Da. Ah, klasse. Dann kannst du hier hinhüpfen und jetzt endlich mal ein paar Fische fangen. Gut. So. Leopardi, du sammelst einfach tapfer weiter Beeren und hältst die Stellung vor Ort. So, könntest mal hier hingehen. Dann bleibst einfach erstmal da, wo du bist. Und du sammelst das hier ein und jagst das nächste Kaninchen. Na, das hat doch gut geklappt. Hier ist ein guter Kaninchenjagdplatz. So. Kater, ja, wunderbar. Du bist genau am richtigen Platz. Und Ducknu ist auf der großen Reise. Dann lassen wir auch gleich mal Kuta vorwärts kommen. Ah, Kuta hinkt schon hinterher. Grizzly, du könntest dich jetzt mal um diesen Maulwurf kümmern. Und du bleibst da, weil du krank bist. Herkules kommt mit. Es kann schon sein, dass wir auf Kuta einen Tag oder länger warten müssen. Dann könnte es sein, dass Kuduku noch einen Platz kriegt. So, Vankir. Du bleibst auf jeden Fall zu Hause. Und wir wollten irgendwie. Ja, genau. Nicht, dass ich dich wieder da hinten hinschicke und dabei sind hier die interessanten Hasen. Du kreuzt hier mal so quer rüber, dass du ins Hasenterritorium kommst. So, Rotpranke. Rotpranke bleibt beim Hirschkönig. Und Nukirkia. Ja, du kommst natürlich mit auf die Reise. Auch wenn er gar nicht so gefährlich aussieht, aber Nukirkia hat's in sich. So. Lux ist jetzt wieder gesund, hat aber 2 Tage verloren. Das ist schon blöd, wenn man einmal in die Nähe eines Kranken kommt. Und nur weil ich nicht aufgepasst habe. So. Sehr gut. Und du kommst jetzt auch rüber. Okay. Das hier ist Bärenprinzessin, die daheim bleiben muss. Naja, die hat den zweiten Reserveplatz sozusagen. Mini-Pranke. Tja, Mini-Pranke, was könntest du nochmal erlegen? Ah, vielleicht hier. Der wird wahrscheinlich abhauen.
Der Maulwurf. Ja, abgehauen. So ein Pech. Machen wir hier weiter. So. Du kannst hier nochmal abgrasen. So. Obwohl einige sterben, sind wir immer noch 35. Aber wir haben halt auf die Schnelle auch einen ordentlichen Satz Kinder gekriegt. So. Nein, nicht paaren, aber hier das Nest einsammeln. Und dann könntest du mal... abgehauen, der Maulwurf. Dafür sammelst du mal ein paar Beeren ein. Du ein paar Nüsse und Beeren. So, und du kannst keine Beeren sammeln, aber du kannst den vollständig abernten. Das kriegt man auch ohne Sammelfähigkeit hin. Okay. Oh ja, ich habe schon überzogen. Und wir sind aber durch. In der nächsten Folge können wir dann den neuen Tag machen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier auf den Sammelplatz kriegen. Ob Kuta es schafft. Kuta. Und du bleibst da. Ah ja, also wir müssen einfach mal gucken. Aber Kuta hängt schon arg hinterher. Das könnte das Glück für Kuduku sein. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.